Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt der zweite Teil am Montag. Und wie versprochen, habe ich hier einfach abgewartet. Und somit haben wir die Naturkundlernummer. Das hier schon erledigt. Da oben war's. So, jetzt versuchen wir doch mal unser Glück. Jetzt hier der Elch aufgetaucht ist. Leider nein. Aber gut, da gibt es auch noch andere Stellen. Und dann schauen wir jetzt mal, ob wir irgendwie ein kleines Tierchen finden hier. Zum Betäuben. Ah, das ist mir alles zu groß hier. Dauert mir dann zu lange. Na gut, Truthähne geht nicht. Kann er nicht hier einfach mal so ein Hase langlaufen oder sowas? Nee, natürlich nicht, ne? Wenn man es braucht hier, ne, dann kommt das ja nicht. Pferdeproben gibt's nicht. Da höre ich den legendären Bären, das ignoriere ich jetzt aber. Was ist hier los? Noch mehr Pferde. Ach komm, was soll's denn? So. Da haben wir schon mal das erste Tier hier nie betäubt. Machen wir wieder flott. Da wird schon wieder ein Lager überfallen. Auch das ignorieren wir jetzt mal. Schon mal eins wiederbelebt. Dann essen wir mal eben doch noch was. Oh, da machen wir uns aber richtig ein hier, ne? Für 250 Points. So, der Kollege hat jetzt auch genug Platz hier. Dann stauben wir hier auch eben ab. Müsste doch irgendwo Ratten satt haben, oder? Ah, 20 Stück, das wird nicht so einfach. Habe ich die alle schon verballert? Ja, dann machen wir es aber ganz anders. Dann sammle ich gleich doch noch was anderes. Bevor ich hier die 20 Tiere spende. Dann erst in die kalte Ecke. So, ich habe mir auch noch ein koffeinhaltiges Heißgetränk dazu geholt. Der obligatorische Feierabendkaffee. Ach, ich Idiot. Ich habe ja gerade was gegessen, da wird das nichts mit dem Frieren. Ah. Nicht nachgedacht. Dann besuchen wir ein Geschäft in Valentine. Ja, das ist, wenn man selbst nicht nachdenkt, ne? Sich hier selbst eine Falle gestellt. Dann finden wir hier vielleicht noch eine Tarotkarte. Au, jetzt sind wir auch genug gelaufen. Ja, die Maske nehme ich mal runter, da hast du recht. Das müssen wir hier nicht machen.
got a problem? Da hinten liegt schon was. Oh, 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 oh. Ja. Bleib mal locker. Da holen wir uns schon mal noch eine Tarotkarte. Hat sich wenigstens die Reise hierhin gelohnt. Da haben wir so einen ganzen Satz voll. Ja, dann. Schauen wir doch mal. So, 6 Sammlerstücke zusammen. Oh, hier ist heute auch was. Aber, wartet. Erledigt. Ist immer die Frage, wo liegt's, ne? Hier sind nicht. Hier natürlich auch nicht. Meistens ist es ja in der letzten, im letzten Raum, ne? Ne, dann liegt es heute hier. Glück gehabt. Sonst ist hier aber nichts mehr. Ja, dann. Oh, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Loslassen, loslassen, los. Ich wollte aufs Pferd. Der dreht jetzt durch. Und womit? Mit Recht. Ja, das ist mir bei der Story am Anfang des Öfteren passiert. Da hatte ich das mit den Tasten alles noch nicht so drauf. Da habe ich mal richtig Ärger gemacht, aus Versehen. Könnten wir mal eben. Der kann ja nicht weg hier. Dann holen wir uns hier die Probe. Machen den mal wieder flott. So, was war denn noch bei Sammler? Es waren noch irgendwie Vogeleier. Da machen wir jetzt eine Karte auf. Da quäle ich mich nicht lange. Okay. Ah, und da. Ja, ist doch gut. Dann sollten wir die 5 Stück auch schnell zusammen haben. Oh, jetzt wird es aber so richtig ungemütlich, ne? Boah, 6 Grad Regen. Das ist nicht schön. Und windig dabei. Da geben wir mal alles hier. Schon irgendwie so halb gar abkürzen. Ja.
Moment mal, Moment mal, Moment mal. Den hätte ich ja mitnehmen können hier, den Hasen, oder? Du musst doch schon mal was ans Pferd hängen. Dann haben wir doch nachher schon mal Kadaver zum Spenden hier. Aber eine gesuchte Person, das ignorieren wir. Moment mal. Was sagen? Ich habe doch irgendwas gehört hier. Was sagen? Dann liegen die Vogeleier da. Ja, ja, das ist. Das kennt man. Ah, können wir auch mitnehmen hier. Wollen wir schon mal ans Pferd hängen. Dann haben wir was. Und da sind sie schon. Perfekt. Er nimmt vermutlich nur 4 Stück, ne? Ne, 3 sogar nur. Ja, wir brauchen aber 5. So. Dann checken wir mal. Wo ist denn das andere? Ach du meine Güte. Ja gut, da muss man ja nicht hin. Also, hier gibt's Gänseeier oder so. Hat wehgetan. Und alles verloren, ne? Kann er das jetzt überhaupt da festbinden? Kann er. So, komm mal ran hier, Kollege. So, kann ich mal kurz am Kaffee nippen hier. Sieht man es aber echt schlecht hier, ne? Hier mit dem Nebel. Das kann ich aber nicht so gut haben. Dann gehe ich lieber hier rüber. Das schont ein bisschen die Ausdauer des Pferdes. Schon ist auch wieder sauber. Sah ja auch aus wie Hulle, ne? Mein vorher. Leguan, den lassen wir uns doch nicht durch die Lappen gehen hier. Dann mal schauen. Was war das? Noch einer. Na gut.
Habe ich nicht gesehen. Dann ziehen wir uns mal trotzdem warm an. Hier noch, ob hier ein Sammlerstück ist. Nee. Aber. Krabben. Vergiss es. Da haben wir schön gepennt. Wer weiß, wann wir die mal brauchen, ne? Wieder durchs Wasser. Und irgendwo da drüben ist das Nest. Da sieht man schon. Was kommt da? So, gehen wir mal ein bisschen Stoff, da schafft das Pferd schon. Sollten wir die 5 Eier auch zusammen haben. Was nämlich, glaube ich, nicht geht, ist genau hier ein Lager aufschlagen. Gegner hin oder her, spielt nämlich gar keine Rolle, glaube ich. Boah. Ja, es geht natürlich auch von hier nach da, ne? Ja, das schaffen wir schon. Ja, das ist immer so ein bisschen langwierig, ne? Das zieht sich immer so ein bisschen durchs Wasser. Aber Herrgott, muss ja auch nicht alles schnell gehen, ne? Oh, kann sich die Ausdauer des Pferdes erholen. Und dann da hinten rüber. Und dann haben wir es auch schon geschafft hier. Endlich. Dann... Da gucken wir mal hier, ob hier noch eine Tarotkarte liegt. Ich hoffe. Aha, da ist er doch schon. Dann ist die Aufgabe nämlich auch durch.
jetzt checken wir mal eben. Also, zwei Sachen müssen wir noch erledigen. Da war ich ja, ne? Hätte ich schon fertig haben können. Und dann machen wir jetzt die Sache zu Hause. Nehmen jetzt hier noch irgendwas Großes mit, was wir hinten aufs Pferd packen können. Das wird's nicht. Also Gabelbock oder sowas. Was steht da? Auch das geht. Zustand egal. Dann erledigen wir jetzt die Lagersache und dann sind wir auch durch. Hier nochmal checken, ob da was liegt. Nee, komm, dann Abmarsch. Dann sind wir auch durch. Oh, ein Vogel. Passend für die Tasche. Da sag ich ja nicht nein, ne? Ob da drüben die Krähen sitzen? Nur der Elch, ne? Der ist uns noch nicht über den Weg gelaufen. Oh. Nee, das gibt hier Ärger, das meine ich. Da habe ich heute keine Lust zu. Ja, dann sehen wir mal zu, dass wir hier spenden. Eins, zwei, drei. Fünf. Thank you. I suppose this will do. 7, 13, good stuff. 15, beautiful. 16, 17, that's top notch. 18, good quality. 19, 20, hoffe ich. Wenn ich mich nicht wieder mal verzähle. Da ist es. Zack. Kleine Tierkadaverangriffs, 10 Stück. Sollten wir gleich fertig haben. Da ist es, 10 Stück fertig. Und auch jeden Augenblick, 20 in 10 Minuten. Und somit 9 Rollen Herausforderungen für heute erledigt. Da steht's. Dann fehlt uns nur noch der Elch. Boah, heute könnte man es schaffen, ne? Muss Gardkräuter sammeln. Und hier gegnerischen Spielcharaktere unbemerkt umgelegt. Könnte man machen. Dann hätte man es aber. Dann müssen wir mal richtig abkassieren hier. Ja, dann ist der zweite Teil auch durch. Wo stehen wir? Ja, gute 24 Minuten, dann reicht's auch, oder? Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.